Hallöchen, meine Lieben, mit Craftarinos. Willkommen zurück zu Minecraft. So, ich muss jetzt mal gucken, ob das Mikrofon wieder an ist. So. Hi. Wir wollten Bäume fällen. Birkenbäume. Am besten nicht unsere eigenen hier drin, ne? Ich glaube, wir haben keine andere Wahl, ne? Ja, ich habe sämtliche Birkenbäume hier rein verpflanzt. Was ist das, dann fallen wir die jetzt hier und setzen dann die Setzlinge einfach wieder hin. Mann. Ist doch kein Beinbruch. So. So. Wie kommen die da beide oben hin? Ich kapiere das nicht. Ich kapier das nicht. Wie kommen die da oben hin? So, waren das alle? Ja gut, das sind die da vorne, ne? Alter! Warte mal. Oh Gott, das ist die Musik ja mega laut. Sag mir das mal Bescheid. Ich bin gerade am Wundern gewesen. Also, what the fuck? So. Dem. So. Wie kommt ihr da oben hoch? Ich meine, die hüpfen ja nicht durch die Gegend. Es gibt keine Möglichkeit. Also ich will sagen, es gibt keine Möglichkeit, wie da oben hinkommen. Leute, ernsthaft mal. Ah, shit. So. Was zum Teufel hier? Runter. Runter. Aua. Das ist davon, wenn du deine Dorfbewohner retten willst. Jetzt hätte er mich da schon wieder beinahe. Gehst du jetzt mal runter? Ja, das hast du verdient. Bin wegen dir auch gerade runter. Ja, mir ist das egal, wo. Geh in irgendeine Ecke und dann kann ich dich runterschubsen. So. So. Ja, im Dorf Bäume abzufällen ist immer ein bisschen gefährlich. Ich sehe es ja selbst. So, habe ich schon Setzling eingesammelt? Nein. Aber da fallen sie runter. Sehr nice. Die wollen wir natürlich sofort wieder aussehen. Da hätten wir wieder einige feine. Bäumchen hier auch bekommen. Euch über die Musik bitte nicht wundern. Ich habe einfach mal eine kleine Mischung aus Dings angemacht. Aus verschiedenen Musikdingern, die ich hatte. Und das ist halt jetzt nur, das ist jetzt halt ein Lied von. Das sind halt jetzt wieder aus Trades of Cold Steel, ne? Und da gibt es auch Action-Musik dabei. Das reicht aber an Holz definitiv nicht. Also es würde mich wundern, wenn das reichen würde. Wir gucken einfach mal. Wir gehen einfach mal gucken. Jetzt muss ich mal gucken, wie das mit der Musik für euch ist. Ja gut, es geht, ne?
So, ich lasse jetzt mal so. Glas. Das jetzt. Oh. Ich wollte gerade sagen, oh, ich muss ja hier auch mal. Manchmal, ne? Aber natürlich zur Symmetrie. Symmetrie. So. Da, 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 da. Weil ich will ja auch sowas wie Dings bauen noch, ne? Wie Kirchenbänke, etc. Da, 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 da. Erstmal mache ich hier alles voller Holz. Und das hier ist Quatsch. Ich sehe das jetzt schon wieder. Hier müsste eigentlich noch eine Reihe Dings sein. Jetzt brauche ich vier Dingssteine hier. Kann ich die hier nicht irgendwo rausnehmen? Nein. Oh, eine schwarze Katze. Ei. Ich brauche 4 mal Sandstein. Buff. Sandstein. Da. 1, 2. So. Na, hier sind auch noch Bäume. So, Leute, aus dem Weg. So, jetzt passt das. Ach, jetzt passt das. Ich wusste es. So. So, und weiter geht's. Ich muss noch gucken, wo ich den Dingsen baue, den Gang nach unten. Eventuell auch im Turm einfach so nach unten bauen, oder? In den Dungeon, in die Katakomben. Die werde ich dann einfach, glaube ich, mit Cobblestone ausbauen, also so auskleiden. Oder das Zimmer, wo die Priester schlafen. Da werde ich auch wieder Holz nehmen. Wo ich jetzt gerade merke, das Holz reicht tatsächlich nicht. Ich bin ja ehrlich gesagt schockiert gerade. Es hat tatsächlich nicht gereicht, das Holz. Uiuiui. Oh. Es ist mittlerweile auch wieder dunkel geworden. Oh, Nase. Na ja, klar. Ja, sehr schön. Sehr schön. Dankeschön. So. Ich muss ganz kurz. Wie toll. Als ich gerade sagen würde, so, ey, ich will meine Nase putzen, habe ich meine Nase putzen schon das Mikrofon ausgehabt. Das bringt sehr viel. So, gute Nacht. Die Nacht wird durchgeschlafen. So, guten Morgen. Alles klar. Alles klar, 2 Creeper auf meiner Arbeitsterrasse. Wunderbar.
Alter, bin ich geflogen. Das ist einer der Gründe, warum ich Mock Briefing anlasse. Das ist einer der Gründe. Das hätte uns jetzt so ziemlich was zerstört und das wäre echt bescheiden gewesen. Ba, 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 ba. So. 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 Ah, da vorne. Ich wollte sagen, vieles kann hier auch nicht wachsen, weil die... Weil die Blätter sich noch in den Bäumen festhalten. Müssen wir mal so ein bisschen kürzen hier gerade. Schnief, schnief. So, wollen wir die Setzlinge mal nehmen? Zack. So. Ja gut, hier wird ein Bombe, wenn ich wirklich Sinn machen. Aber hier. Ein paar Bäume dann. Zack. So, perfekt. So, dann brauche ich jetzt hier einmal noch Holz. Dum, dum, da, 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 da. What the fuck? Alles klar. Du bist ja diese obligatorische Hausspinne oder was? Das ist so in etwa, wenn du morgens aufwachst, an deine Decke starrst und dann so eine Ecke eine Spinne siehst. Ich wollte gerade sagen, wärst du nicht aggressiv, würde ich ihn hier drin lassen. Du bist leider aggressiv. Wie gesagt, wäre sie nicht aggressiv, hätte ich sie hier drin gelassen. Und natürlich ist sie aggressiv, weil das hier dunkel ist. Was wir gleich natürlich auch noch ändern werden. So, wir brauchen Säulen. Ich will mal zuerst ein Pult jetzt bauen. Also die Pult. Aua. Die Pulte. Wie, was brauche ich denn dafür? Jetzt mal gucken. Pult. Ah, ich brauche Bücher. Dafür brauche ich Leder. Entschuldigung. Jetzt putze ich meine Nase, ohne mich gemutet zu haben. Gut. Muss ich jetzt Leder farmen gehen? Nicht bei unseren eigenen. Flup, flup. Hier haben sich Bienen festgesetzt. Ich krieg die Tür nicht zu. Hier haben sich einfach Bienen gebildet. Was? Was? Da hat sich gerade irgendwie ein Baby-Zombie wehgetan oder so. Lohnt sich das noch? Ja. Ja, entschuldige, wusste ich, dass du auch raus möchtest.
Da haben sie einfach da haben sie wieder Bienen sich bei uns festgesetzt. Das finde ich ja klasse. So, Problem ist, wir müssen wirklich Lederfarben. Habe ich wirklich kein Leder zu Hause? Sorry. Aber ich brauche euer Leder. Ich muss Bücher bauen. Für zwei Pulte. Ich brauche zwei Bücherregale. Sollte ich unterwegs auch Bambus sehen, werde ich natürlich zu den Kram auch mitnehmen. Ach guck mal, hier ist sogar eine Workbench von uns noch. Ja, dieser Sound, ne? Drei Leder erst. Es tut mir ja leid, ich würde mir gerne Kühe vornehmen, aber ich sehe keine Kühe hier. Das, was ich hier noch sehe, sind Schafe. Und die geben Wolle. Hallo Katze. Katzen bringen mir nicht, die droppen nur Fisch. Da. Keine Kühe hier, ey. Weil wahrscheinlich schon alle echt entsorgt hier oder was. Ich muss dann gleich mal in unserem Lager gucken, ob wir wirklich kein Leder haben. Das wäre ein bisschen verwunderlich, ey. Da ist noch ein Pferd. Oh, ein paar Pferde, das ist gut. Das ist gut. Muss nur ein neues Schwert gleich mal basteln. Nimm ich die Axt. Kämpfe ich mit der Kampfaxt hier. Bye, friend. Kuh. Pferd. Kuh. Mö. Da ist ein Schaf. Ich guck jetzt mal hier vorbei, ob noch Kühe hier sind. Vorne ist noch eine von den Milchtrüben. Da. Jetzt bleibt mal stehen, es wird dunkel, ich muss nach Hause. Danke. So, jetzt so ganz schnell nach Hause, es wird dunkel. Ah, vielleicht reichen ja 13 Leder. Hallo Schäfchen. Obwohl im Kirchenturm müsste ich eigentlich auch noch so weiß-gelbe Fenster hinmachen, ne? Eine Runde. Guck mal! Im Grunde muss ich da unter ein Lagerfeuer bauen. Ging hier nochmal ein Lagerfeuer. Ah, kann ich gleich noch ein Ding feststellen. Und ich sollte was essen, wir sind nämlich ziemlich hungrig. So. Lagerfeuer.
Okay, Rohholz, ein bisschen Kohle, Stöcke. Oh, ich kann ich schon mal mitnehmen, weil dann brauche ich nämlich gleich im Turm auch noch welche. Habe ich bei Diverses schon Papier drin? Ja, perfekt. So, Bücher. Achso. Ja, dann lass mich doch ein Buch bauen. Achso, heißt ja auch Buch, ne? Nicht Bücher. Ah, wir haben ein Buch zu wenig. Aber wir haben ja hier im Umgebung zum Glück noch ein bisschen was an Papier, an Dings hier, an Zuckerrohr. Können wir gleich mal abbauen. Wie warm ist das schon wieder? 24 geht ja, ne? 24 Grad. Besser als die letzten beiden Tage mit 32. Moin. Wo habe ich das Papyrus denn hingestellt? Habe ich das hier hinten hingepackt? Nee, ist eine sich selbst tötender Tintenfisch. Aber ich hatte noch mal Papyrus hier gehabt. Habe ich das hier nicht irgendwo hingestellt? Ich bin etwas schockiert, tatsächlich. Mensch, bin ich nachlässig, ey. Dann sammle ich euch mal hier hinten ein. Ich muss dann gleich mal zu Hause gucken, wie ich das mache. So. Moment. Zwei behalte ich mal. Obwohl hier drei. So. Moin. Torwächter. Weil die kann man ja eigentlich hier zwischendrin, weißt du? So, bups. Bups. So. So, wollen wir das letzte Bücherregal bauen? Dann können wir das Pult bauen. Nee, draußen bleiben. Also, muss erstmal ein Buch bauen. Kann ich sogar zwei bauen, das ist ja schick. So, ich habe ja zum Glück noch Holz hier, also normales Holz. So. Daraus würde ich auch die. Obwohl, ich glaube. Nee, die Bänke bauen wir aus Birk. Nee, bauen wir. Haben wir die aus normalen Holz, aus Eichenholz? Das wird so ein bisschen von der Farbe her. Nee. Ich nehme Birkenholz. So. Pult. Ah ja, brauche ich Slabs. Habe ich keine Slabs mehr? Doch, ich muss doch. Wo ist doch? Slab Thumb. Slab. Doch, ich wollte sagen. Slabs haben wir doch hier noch genug. Ich wollte doch gerade sagen. So. Außerdem brauche ich ja sowieso nochmal so Rohholz. So, zack. Obwohl, weiß nicht, ich glaube, ich baue das aus Eichenholz. Oh, ich finde das cool. Ich finde das cool, dass wir jetzt hier so eine Dings haben. Irgendwelche Monster hier wieder rein? Nein, keine Monster drin, okay. Hier bauen wir dann die Bühne.
Entschuldigung. So emotional. Und hier hinter dann so den Runtergang, weißt du? Das wäre eine Idee. So. Sind das denn, kann ich dann hier zwei machen? 1, 2, 3, 4. Mist. Ich muss 3 Pulte bauen. Das kommt so zu einer symmetrischen. Dann können wir auch gleich mal links mitnehmen. Sandstein, um die Säulen zu bauen. Haben wir Treppenstufen dabei? Ja, haben wir noch. Sehr gut. Haben wir noch dabei? So. Ja, ja. So, Sandstein. Mitnehmen hier. So, gut. So, ab geht's. Hi Wächter. Die sehen so kaputt aus, ey. Die sehen so richtig lediert, zerstört aus. Hei. Na, guck mal. Da hat sich schon einer gefunden. Ja, siehst du mal. So. So. Dann kommt dann natürlich noch eine Fackel drauf. So wie sich das gehört hier. Falsche Taste, zack. Zack. Ja, siehst du mal. Wie gesagt, hier unten machen wir dann so eine Treppe hin. Können wir nochmal unsere halb kaputte Schaufel hier mal nutzen. Kühler 3, okay. Vielleicht hier so am Rand? Wir hier so die Sitz reinmachen. Dün, 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 dün. Stimmt, hier wieder gesagt, da müssen wir jetzt die Dings machen. So. Komme ich denn da hoch von hier aus? Komme ich, sehr schön. Na, was wo? Oh. Ja, ist genau das passiert, was ich mir schon dachte. Na gut, wie gut, dass ich das noch fixen kann von hier aus.
Nervige Nase, ey. Oh, mir kommt der nächste. Und ich den nächsten Job. Sehr schick. Wir müssen nur hören. Oh, da sind Plätze frei. Und flupp sind sie da. Und hier können wir ja so einen kleinen. Das passt sogar. Das würde sogar passen, so in etwa. Obwohl, nee, ich muss symmetriemäßig hier. So. Nein! So, jetzt haben wir richtig Licht hier drin. Aber so richtig. Wir können auch hier noch so Dinger hinbauen. Werte Gemeinde, wir haben uns heute hier versammelt, um bla. So, mal Bild drin machen. Es wird schon wieder dunkel. Und Leute, ich würde mal sagen, ich beende die Folge für heute. Beim nächsten Mal werden wir schauen, wie wir die Sitz reinbauen. Und werden auch gucken, dass wir den Keller so ein bisschen bauen, weil wir müssen, auf jeden Fall brauchen wir ja Cobblestone. Ich guck mal ganz kurz, ob wir noch Cobblestone haben. Also Rohstein. Ah, bissel. Gucken wir mal. Ihr schmeißt einen Daumen aufs Video, denkt daran zu abonnieren. Und ja, würde ich mal sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Cheerio!